mich wunder. Alle müssen da rauchen und ihr sitzt da zu rauchen. Einmal cremig, Commander. Der war gut. Danke dir, danke, danke, danke. Kann nicht sein. Mir muss ihr schleppen und ihr sitzt da zu rauchen. Pack die Scheiße da an. Lass es. Diese Frage möchte ich dir stellen. Lass es einfach. Du weißt, was ich dir... Ja, du weißt, ich weiß genau, was du sagen willst. Unser Problem. Oh, die sind doch alle so hohl wie die doch. Ne? Weg mit deinem dicken, fetten, großen Braunkörper-Kohlebagger. Braunkohlekörperbagger. Braunkohlebagger. Das ist doch egal, du bist ein Körper. Dazu ein Bagger, dann bist du Braunkörperkohlebagger. Ich wollte dir nur eben eine Frage stellen. Ganz kurz. Ja. Du hast jetzt die Schubkarre. Ja. Und hast, jetzt siehst du, dass du Schubkarre und hast den Zementsack zur Schubkarre getragen. Ja. Und jetzt fährst du mit der Schubkarre zu den Zementsäcken. Ja, geh mit der Kamera weg. Ich verstehe halt nur nicht, warum du den Zementsack zur Schubkarre trägst und dann mit der Schubkarre zu den Zementsäcken fährst. Mir stand da hinten doch. Und mir läuft da nichts umsonst. Du kamst von da. Ich kam von da. Du kamst von da. Mir kam von da. Nein, du kamst von da hinten. Einspielen. Mir kam von da. Kann nicht sein. Mir muss ihr schleppen und ihr sitzt da zu rauchen. Pack die Scheiße da an. Mich für blöd verkaufen. Was willst du jetzt? Mach Platz doch mit dem Braunkohlebagger da. Boah, das nervt. Wenn ihr angewurzelt seid, nicht, müsst ihr dem Gärtner Bescheid sein, der dir die Wurzeln löst. Jo. Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Kälb die Bietje, Udo. Stich! Oh! Bin doch nicht von gestern hier. Muss auch mal ein bisschen nach vorne schieben. Laute Ansage. Was ist denn heute? Torwand aufbauen. Mit Zement machen? Mit Zement machen, das wird... Hast du vom Vorstand eine... Genehmigung. Mir hat alles Genehmigungsbereich reingeholt. Genau, wird der zack, zack, das dauert vielleicht 10 Minuten. Wie oft hab ich das schon gehört? Du, da wollten wir nichts. Da wollten wir gar nichts. Nichts mal da. Jetzt mal ganz kurz. Mir hat sich alles vom Vorstand geholt. Mir weiß genau die Pläne, zack, zack. Erdbohrer habe ich bekommen, zack. Kannst du drehen, mir fertig. Wollen wir 10 Minuten? 10 Minuten. Machen wir. Aber das heißt. So, läuft. Ein Moment! Was läuft? Nein! Lass mich mit mir ausreden lassen! Nein, du hast... Du, Zeit läuft, ich will mal Gas geben. Nee, mir macht jetzt... Du hast gesagt... Ich komm da wieder nicht zwischen! Oder Uhr läuft! Ey, wie hast du gesagt, dass wir wieder da sind? Nee, hast du nicht gesagt. Hast du nicht gesagt. Habt ihr schon mal erfahren, wie doll so ein Erdbohrer am Kopf wehtut? Du verlierst die Sekunden, Udo. Ja, und? Dann mach mir das in 10 Minuten... Weniger 4. Udo, noch 9 Minuten. Ja, 9,8. Ihr könntet mal am Arsch lecken. Der hat schon Torwände aufgebaut. Da lag ihr mit stinkenden Windeln bei Mama an der Brust. Wilfried ist älter als du, Udo. Ja. Udo, noch 8 Minuten, 5 Sekunden. Das kannst du nicht erfinden, das typische Udo. Mann. Udo, noch 7,5 Minuten. Halt die Klappe! Was machst du denn Pause? Das geht doch runter von der Zeit. Das ist schwer. Genau 7 Minuten noch. Gehst du denn so eine blöde Wette ein? Mir war nicht Herr der Dinge. 5 Minuten 51 noch. Wendelweich. Jetzt kommt ihr beide hinter mir her, um die Zeit zu sagen, oder was? Anstatt mal einmal mit anzupacken. Nein, da geht einer mit der Stoppuhr, der andere, der hat gleich Nackenschmerzen, weil er so blöd steht da. René, ja, das ist nur Wasser. Ja, einer links, einer rechts, oder was? Ja, natürlich, einer links, einer rechts. Du hast auch eine hohe Birne, ja, hast du vorbeigeschlafen. Warte, ganz kurz. Danke noch, Wilfried. Genau, 5 Minuten. Ey, das kennt doch den Verkehr. Nimm das Ding. Hau ab. Manipulieren und randulieren, das mir nicht schafft hier. Ja, bin doch kein Hund. Eine Frage, darf ich dir stellen? Ja. Wieso hast du die Hohlfritte mitgebracht? Ja. Hör mal, wie hohl der ist. Warum habe ich dich mitgebracht? Weil ich mich mit Beton auskenne. Du kennst dich nur mit der Cola aus, du Dussel. So. Udo. Ja!
Wie kann man solche Wetten eingehen, Alter? Das Ding hätte ich in 2 Minuten aufgestellt. Ja, ja, ja. Mir beim Vormarsch in 2 Minuten. Alles klar. Dann mach es. Hast du noch 3 Zeit? Erklär den Zuschauern ganz kurz, was wir vorhaben. Wir haben heute keine Zeit zu erklären. Das Ding wird hingestellt, fertig. Weiß doch keiner, worum es geht. Nee. Nee. Machen. Ganz ehrlich. Wie lange noch? Genau 2 Minuten. Ja. Ganz einfach. Das ist eine Riesenherdplatte. Das ist ein Herd. Denn mit der Platte, da kannst du mit deinen fetten Quallen hinter rein und die grillen. Verdammte Scheiße, das sieht doch jeder, dass das ein Torwand ist. Ja, in Rage. Was, du, was bist du? Du bist gerade richtig in Rage. Du wolltest das in 10 Minuten fertig machen. Ja. Mir hat da vorne schon 8 Minuten verschenkt, weil du dauernd dumme Fragen gestellt hast. Mir hat da vorne 1 Minute verschenkt, weil der unser Betonmacher sitzt. Das hier alles nur, um zu randalieren. Wie oft ich euch in 36 Sekunden den Hals umdrehen kann. 56, Udo. Ja, der hat 36 gesagt. 56. Ja, dann 56. Die 20 Sekunden schenke ich Ihnen auch noch. Die Zeit ist abgelaufen, Udo. Meine Zeit ist auch gleich abgelaufen, wenn mir mit euch fertig ist. Ganz ehrlich. Setz dich bitte auch dahin auf den Stuhl, bitte. Ich wollte dir nur helfen. Wobei? Wobei? Jetzt erklär mir mal, wobei willst du mir helfen? Wenn du fragst, dass ich das mache, frag mal, ob ich jetzt irgendwas machen will. Vicky, willst du was machen? Nee. Hey, ne, hol deinen Stuhl in das Mirua dir, bitte. Mittlerweile bei 12 Minuten 30. Oh, ja. In der Zeit bin ich um die Welt gereist. 2 Mal. Ja, mir hat in der Zeit schon eine Insel bevölkert, oder was? Oh, Udo, mach mich fertig, ey. Was sitzt da? Wo willst du jetzt denn hin? Schaufel, hab ich doch gesagt! Hast du nicht gesagt, hast du mit dir selbst gesprochen? Mir hat gerade gesagt, mir braucht eine Schaufel. Nee, lass es. Soll ich dir helfen? Nee, die Hilfe kenne ich von dir. Ich kann dir nur helfen. Ja. Nach einer Dreiviertelstunde wurde Wilke Zierin unterwegs gesehen, wie er gerade zu einer Schaufelfabrik ging und hat sich eine Schaufel gekauft. Weil du alles hier wieder... Lass mich einfach Ruhe. Ich kaue so eine Scheiße, Kohle. Ich bin schon durcheinander. Ich suche nur eine Schaufel. Und hier findest du wieder nichts, weil ich keinen Schlüssel habe. Keine dummen Fragen mehr. Was ist denn? Ich habe Wilfried nur gefragt. Mir hat Schlüssel vergessen. Schlüssel. Ich habe Wilfried nur gefragt, mir hat Schlüssel vergessen. Oh. Ich habe Wilfried gefragt. Schlüssel. Da sagt er ja, oben. Aber wenn du nur Schlüssel sagst. Goldbrandes Haar. So muss mein Marel sein. Oh, crazy Shack. So muss mein Marel sein. Oh, crazy Shack. Mir ist in Honolulu, da gibt es gleich Brause. Heute Morgen kein Ei gehabt? Oh, wow. Mir muss eben jetzt verschnaufen. Einen Moment. So. Sehr geehrter Herr Zierin, ich werde Ihnen jetzt die letzte Ermahnung erteilen. Noch einmal das Wort O, Punkt, 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 W. Dann. Welches Wort? Das O, Punkt, 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 W. Dann wipp ich dir ein so zwischen die Hörner. Dann wippst du nach Mama hin und sagst, Udo hat mich geschlagen. Und Mama wird dich nicht wiedererkennen, das kannst du mir glauben. Ich soll, ich helfe dir jetzt. Ja. Und was soll ich tun? Hey, bei aller Liebe, mir helft ihr jetzt. Ja. Was soll ich tun? Ja, weiß ich doch nicht. Was brauchen wir jetzt? Mir braucht die Schlüssel, da kannst du jetzt im Hingehen. Holst die, da brauche ich eine Schaufel. Und dann kann mir das Ding drin setzen. Und wenn du jetzt nicht eine dumme Frage, dann lapp ich dir eine, dass du von hier wegfliegst mit einer Raketenabschussbahn in dieser Richtung. Und du wirst live heute Abend beim Eröffnungsspiel Türkei-Italien sein in Rom. Und die beiden kannst du gleich mitnehmen. So, ab Schlüssel holen. Ich dachte, ich soll die Schlüssel holen. Ja, dann geh doch hin. Ganz kurz die Schlüssel holen, Wilfried, ich weiß nicht, wo die sind. Ja, für dich mach ich alles. Jetzt gibt er die Aufgaben. So was von schlecht, jetzt gibt er die Aufgaben weiter, was ich ihm gegeben habe. Weißt du auch warum? Weil Wilke sympathisch ist.
Weißt du, mir ist gleich auch sympathisch. In einer Hinsicht. Sympathisch heißt für mich, du läufst hier gleich, aber weg von mir. Wollen wir zusammen durch den Rasensprenger laufen? Nee. Mir saugt jetzt ein. Eben wie Waldi spielen. Mir muss ganz schnell runterfahren. Mir läuft Schweiß weg. Mir muss die Schiebkarre alleine. Mir muss das Loch Schubkarre, alleine. Schubkarre, Udo. Schubkarre, René. Schubkarre. Warum heißt das Schubkarre und nicht Schiebkarre? Das Thema hatten wir letztes Mal schon. Ja, erklär mir mal. Nee, das möchte ich gern von dir hören. Nee, du bist doch hier der sympathische Psychologe hier. Du, Ja. Jo. Jo. Mir will jetzt wirklich mal wissen, warum heißt das so? Warum das Schiebkarre heißt und nicht Schubkarre? Ja. Nein, warum das Schubkarre heißt und nicht Schiebkarre? Nee, ich wollte nur wissen, ob er ja oder nein sagt. Normalerweise baut man so eine Toranlage in 10 Minuten auf. Hier gibt's nichts in 10 Minuten. Hier wird von außen so viel randuliert, dass Udo, wenn ich, das ist das Schlimmste hier. Udo ist ja so blöd und bietet denen eine Wette an. Und dann wissen sie, aha, 10 Minuten. Wir machen jetzt richtig ein bisschen, dass er gar keine 10 Minuten einhalten kann. Die sind also wirklich. Und dann, René, tu mir einen Gefallen. Nie mit den Leuten wetten. Was ist denn realistisch? 10 Minuten? Also jetzt. Ja! Wie er dich anschreit. Okay. Ich fäng gleich nochmal von vorne mit 10 Minuten an. Ja, das kann also nochmal eine Wette. Nee, keine Wette. Mir will nur beweisen, dass das in 10 Minuten machbar ist. 10 Minuten baue ich das Ding auf. Ich könnte Zeit stoppen. Jetzt? Ja. Ey, wenn du jetzt noch einmal jetzt sagst. Natürlich jetzt nicht, ich brauche die Schlüssel. Die Leute sollen draußen mal sehen, dass mir schnell und sauber arbeiten kann. Weil hier nur noch Tontöpfe herumsetzen. Zeit nochmal stoppen. Udo hat gesagt, er schafft es jetzt in 10 Minuten. Ja, wir sind mittlerweile aber bei 25 Minuten 15 Sekunden. Also, Udo, irgendwas stimmt nicht mit dir. Mir stimmt alles, aber ihr habt gleich irgendwie Probleme. Wenn ich mit euch allen drei fertig bin, ihr seid nur am Quertreiben. Du hättest die Torwart darauf einfach aufbauen können, ohne was zu sagen. Udo, Zeit. Nein, wir sind nicht bereit, nur warte eben. Im Gedanken nicht auch beim Plan machen. Mal zurückkommen, die Zeit lief noch nicht. Hey, mir will jetzt anfangen und wenn jetzt einer noch zwischendurch mit den scheiß Zeiten kommt, dann haut mir euch alle drei wirklich jetzt einen weg. Zeit läuft, Udo. Nimm doch die große Schaufel. Hau ab! Noch 9 Minuten 30. Mir macht das perfekt, siehste. Da ist aber gar kein Beton drin. Oh, bitte, lieber Herrgott. Bitte. Mir will jetzt langsam ganz verrückt. Oder noch genau 9 Minuten. Ach, halt doch die Klappe. Muss so um. So, 8 Minuten 30. Wilfried, letzte Ermahnung. Sonst gleich Gesichtslähmung. Mir hat keine Zeit bezahlt, mir muss Fahnenkugeln messen. Oh Mann. Mir hat keine Zeit bezahlt. Ja, ist doch mal nur alle 10 Sekunden. Noch 6 Minuten, noch 7 Minuten. 7 Minuten 55. Wir haben gleich in 7 Minuten 55 euch die Schippe um Ohren zu weg. René, lauf da bitte im hinter links Schrauben, hol die ihm alle. Sei still! Wohin? Bei dir in den Arsch. Bei dir einfach in den Arsch drücken. Also mir fällt da jetzt nichts mehr zu ein. Da fragt er mich, geh mal hier. Einfach hier hinlegen. Du hast Fleckenzwerge. Bitte. 6 Minuten 43. Wilfried! Oder 5 Minuten 20. Ja. 20 dir gleich so eine. Los, komm her. Wer hat den Scheiß an die festgebunden? Mich doch einfach, Udo. Ecke, das muss mit zwei Händen. Hab ich doch. Eine Hand ist bei mir wie zwei. Ach, gut. Und jetzt? Von unten anpacken? Nee, da oben kannst du am besten anpacken. Was kannst du blind fahren? Natürlich unten. Jetzt draufheben. Ja, du musst draufstellen. Ach. Ja, jetzt kommt's. So, ich will das nur in die Größenordnung. Das wackelt noch, Udo. Ja, ist ja logisch, dass das wackelt. Da ist auch noch kein Beton drin. Lass das Ding doch nicht los. So hektisch. Gib mir jetzt Zeit weg, gleich. René, komm hierher, festhalten. Noch 4 Minuten 11 Sekunden.
Soll ich jetzt hier anfassen oder was? Nee, da hinten beim Laternenpfahl, du hole Nuss. Natürlich hier. Ja, dann los. Nee, nicht schieben. Okay, los. So, das. So. 2:25, Udo. Es reicht. Ganz ruhig jetzt, Udo, ganz ruhig. Silenzium. René. Ja. Du brauchst das jetzt nicht nach hinten ziehen, der soll gerade stehen. Okay. So? Ja, danke. Was sagt die Wasserwaage? Blub, blub. Wenn du jetzt noch einmal da durchguckst und guckst, da blöd zu Weg gehen, dann ist das keine Wasserwaage gleich mehr. Dann haut mir das Ding so was um Ohren zu. Die Sonne ist ganz schön stark heute, ne? Ja, die Sonne. Udo, noch 1:21. Nicht viel sagen, ne? Aber was ist jetzt für eine Logik da, was du machst? So. Jetzt erst gefehlt. Was machst du da nun? Warum nimmst du die Wasserwaage jetzt? Weil ich das jetzt genau ausgraben will. Da hat er auch nichts damit. Da kannst du erstmal ein Loch buddeln. Habe ich ja nicht nur noch Professoren und ganz ehrlich jetzt, ganz ehrlich. Ich habe hier drei Mann. Einer arbeitet, einer hält dumm fest und zwei, die gucken mir eine ganze Zeit blöd an. Der eine. Ich habe gefragt, den, ob ich dir helfen soll. Apropos 14 Sekunden noch, ne? Zuschauer meinten ja jetzt, wir sind die Bösen immer, ne? Aber Udo hätte die Torwart jemand einfach aufbauen können, ohne immer die Wetten mit die Wetten einzugehen, ne? Aber macht er ja nicht. Er mag ja gerne verlieren. Apropos verlieren, was liegt da denn? Ach, das ist ja meine Unschuld. Der ist so blöd. Nee, ganz ehrlich, jetzt erzähl ich dir das, warum. Erzähl mal. Mir mag gerne wetten. Weil die blöden Heinis, die machen ja alles mit. Und mir braucht Ansporn. Weißt du, Ansporn, dass ich das Projekt dann auch schaffe. Aber bei denen kann mir nichts schaffen hier. Wir sind ein bisschen zu hektisch. Nee. In die Ruhe selbst. Ich vermute schon. Denkmal verloren gehabt. Wieso steht der Ding denn jetzt so schief? Wieso schief? Ja, der Puh steht hier und da steht er da. Du hast das doch ausgemessen. Komm mal mit dem Ding hier. Aber René, du hast das ganze Ding nach hinten gekippt. Hör auf zu schnacken jetzt. Warum ist denn jetzt René schuld? Wicke. Wollen wir jetzt zu zweit hier anfangen? Ja. Oder komm. Siehst du, da steht er nämlich gerade jetzt. Ja, wieder eins. Ja. So. Ist doch gerade. Ja. Ja, Wunder, weil du die. Oh, da kommt wieder so einer an, der hat in Harvard Pädagogik studiert oder irgendwas. Wo hat er studiert? In Harvard. Und was? Pädagogik. Hier, jetzt kommt hier, pass auf, hier, ohne Brille, will er sehen. Stopp. So. Danke, Herr Professor, für diesen Ratschlag hier. Ich hätte jetzt gleich die Wasserwaage genommen, hätte die rangehalten und dann hätten wir es betoniert. Nein. Open, langsam. Bock mehr, ne? Hä? Langsam hab ich auch keinen Bock mehr. Oh Mann, halt das Ding doch fest. Du brauchst doch nichts tun, als nur blöd festhalten. Weil ich glaube, meine Autoschließung. Na, du alter Sweat. Hör mal, Udo, der Tankwart fliegt wieder hier durch die Gegend. Wir haben einfach keine Zeit für Tankfahrt. Ihr müsst Beton machen. So. Er hat ja dreimal 10 Minuten gebraucht, nicht anstatt 10 Minuten, ne? Aber er hat es geschafft. Lass gar nicht so blöd gucken. Lass mir mal die Antwort schon geben. Lass uns mal einfach Experten machen. Wie viel holen wir im Band? Liebe Zuschauer,
war ein bisschen länger, wie mir gesagt hat, 10 Minuten, sind jetzt 30 geworden. Aber mir macht den, unwahrscheinlich gern Wetten mit dem Bein, weil ich meistens doch verliere. Aber ich habe kein Problem mit. Mir ist eben so. Denkt dran, alle, die jetzt gerade das Video gucken, auf Teilen drücken, dass das rumgeht. Schreibt mal allgemein so in den Kommentaren, ob mir noch was bauen soll beim Verein. Ihr macht das, aber mit Wette, weil ich gerne wetten mache. So, auf, jetzt weg. Liebe Zuschauer, mir soll jetzt ein Outro machen. Mir hat keine Ahnung von Outro, nicht? Aber lasst einen Daumen unter den Kommentaren drin oder abonniert unseren Kanal oder wie auch immer. Ich hab da auch keinen Bock. Du hast dir nicht ein Wort gemerkt. Nee. Nicht ein Wort hast du dir gemerkt. Weil alles zu viel ist. Wir machen hier jetzt ein Outro, sagst du. Ich weiß doch noch nicht mal, was Outro ist. Abonniert jetzt den Kanal, mir hat auch keinen Bock mehr hier. So, tschüss. Nee, du lachst. Was ist ein Outro? Das kommt am Ende. Ja, Outro, da kannst du mal sagen, das ist Schlusswort. Du bist sowas von kompliziert, bist du. Outro. Oh, ich mach jetzt ein Outro. Da liegt ein Haufen. Der muss jetzt in die Schubkarre. Blödsinn, Outro.